Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge hier zu unserem Omsi-Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute auf der U55 oder auch die Kanzlerbahn genannt, heute mal unterwegs und vielen Dank dafür, dass ihr mir diesen kleinen Tipp mal zukommen lassen habt, denn diese U-Bahn-Strecke gibt es nur auf einer separaten Website, wo ihr euch hier eine Beta runterladen könnt und das Ganze natürlich selbst mal abfahren könnt. Das Ganze geht von Frankfurter Allee bis zum Brandenburger Tor und das finden wir eigentlich eine ziemlich coole Sache, weshalb wir uns das heute mal anschauen werden. Und ja, das Ganze hier natürlich mal wieder schön verpackt hier mit einer schönen BVG-U-Bahn, das ist doch ganz toll. Das sieht auch echt gut aus, ja. Ein Gewicht hier 17 Tonnen. Das ist zulässige Gesamtmasse sind bei 24 Tonnen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie gut die Leute das immer umsetzen. Wie gut die das halt immer umbauen. Großartig. Wir werden jetzt in die Frankfurter Allee Bahnhof einfahren, werden dann uns umsetzen praktisch, um dann halt unsere Route abzufahren. Und von daher würde ich sagen, starten wir gleich durch. Ja, so sieht es von innen drin aus. Ja, schöne Holzverkleidung. Ach, die kenne ich sogar noch. Großartig. Ja, das ist schon was. Das ist schon was. Gut. Ich würde sagen, wir fahren los. Ja, leider ist hier was mit den Tunnelobjekten scheinbar nicht so ganz in Ordnung, denn ihr seht, wie die Sonne hier so durchscheint, da müsste man wahrscheinlich die Uhrzeit jetzt deutlich später machen. Wir haben einen Kurzzug, daher brauchen wir gar nicht bis ganz zum Ende fahren. So, und können dementsprechend die Türen aufmachen. Wundervoll. So, jetzt gehen wir hier ans andere Ende. Wählen das hier aus. Super. Und ja, so schaut es ganz gut aus. So, die Beleuchtung verschwindet denn, wenn wir dann wieder auf dem Weg sind. Wir fahren zum Brandenburger Tor. Ja, der Schilderzeit wäre nicht richtig. Weiß ich nicht, ist es. Ah, jetzt, da haben wir es, der Brandenburger Tor, U55, wunderbar. Diese ist komplett kostenlos, ihr braucht keine extra DLCs oder sowas, alles was ihr benötigt, bekommt ihr halt im Omsi-Forum oder sonstiges. Ich glaube, es sind gar nicht so viele Sachen gewesen. Das Passwort zum Entpacken findet ihr auch auf der Website, ja, damit er halt ein bisschen sicher gehen kann, dass ihr euch das Ganze auch ein bisschen durchlest, was da alles so geschrieben wird. Ne, also wir finden, wie gesagt, sowas immer eine klasse Sache. Und ja, ich weiß halt nicht, wie schwierig das ist, hier sowas hier so praktisch umzusetzen. Aber auf jeden Fall eine relativ coole Idee, U-Bahn halt fahren zu lassen. Ja? Würde ich mich ja auch mal irgendwie mal rantrauen an dieses ganze Projekt, oder? Das wäre doch mal eine ganz interessante Sache. Ja, sonst, wie gesagt, die U-Bahn, ich glaube, die U-Bahn wird tatsächlich auch mitgeliefert, wenn mich nicht alles täuscht. Notfalls findet ihr sie natürlich auch wieder im offiziellen Omsi-Forum, da könnt ihr euch das Ganze dementsprechend runterladen. Außer die Gisela, ja, die Gisela ist halt nicht so präsent. Wie gesagt, ich habe die ja nur von irgendeiner russischen Website. Ja, aber reicht ja hier wunderbar aus hier, ne? So, von daher würde ich sagen, können wir die Türen schließen. Jetzt haben wir natürlich in beiden Richtungen offen, das ist natürlich auch schön. So, und wenn wir jetzt hier fahren, seht ihr, ne? Switcht um und wir können wieder. Damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt hier auch. Das will er aber irgendwie scheinbar nicht so komplett. Bundestag.
Samariterstraße. Ja, also irgendwie haut es da nicht ganz hin. Hier merkt man, ist der Bahnhof noch ein bisschen recht überschaubar. Ja, keine irgendwie Anzeichen, wo wir jetzt sind oder so. Ach doch, da kommt was. Da kommt was. Ah, ist richtig. Ah, dann haben wir es jetzt richtig. So. Alle so einsteigen. Ja, also ihr merkt, ne, also das funktioniert. Auch das Spawn tatsächlich funktioniert hier sehr gut. Also ich bin nicht irgendwo in eine Walachei irgendwo gestartet oder sowas. Nach dem dritten Versuch war ich dann wirklich an dieser Wendeschleife, also was heißt Wendeschleife, an der Kehrschleife da links gewesen, an der Sackgasse, dass man da praktisch dann umswitchen konnte, dann praktisch in den U-Bahn-Frankfurt-Allee reinfahren konnte. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass man den verkehrt rum spawnt, halt im Frankfurt-Allee. Ja, da braucht ihr dann natürlich dementsprechend nur kurz zurücksetzen und dann halt die Kameraposition wieder wechseln. Und dann funktioniert das Ganze halt dementsprechend halt auch schon wieder. Also von daher muss ich sagen, das funktioniert tatsächlich deutlich, deutlich besser als Straßenbahn-Spawn in Schönau. Ja, da habe ich ja immer so meine Schwierigkeiten, dass die Straßenbahn ja überall irgendwo gespawnt wird, nur nicht da, wo ich es hinhaben möchte. Das hatte ich jetzt bei der U4 oder jetzt hier, wie gesagt, bei der U55 nicht. Das muss man dazu sagen, hier hast du halt bloß dieses eine Netz, ne? Also hier hast du bloß diese eine Strecke, genauso wie bei der U4. Ja, da hast du jetzt nicht irgendwie groß noch zig Nebenstraßen wie bei der Karte Schönau. Da muss man halt wirklich sagen, Schönau ist sehr umfangreich, was auf jeden Fall die Straßenbahn angeht, ne? Ja, hier im Tunnel merkt man es dann halt, ne, dass hier die ganzen Details fehlen. Also man darf das jetzt halt nicht mit TML Studio jetzt vergleichen. Frankfurter Tor, Übergang zur Metro-Tram. Das Ganze ist halt auch noch Work in Progress. Also das Ganze wird natürlich noch bearbeitet, wird noch viel gepatcht und wird noch viel gemacht hier an der Strecke. Finde ich eigentlich eine großartige Sache. Und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, ich finde, das sieht doch ganz süß eigentlich aus, wenn man das Ganze mal so sagt. Ich benutze neuerdings das Wort süß viel zu häufig, fällt mir mal auf. Ich finde sowas klasse. Das ist mal was komplett anderes, hat zwar überhaupt nichts mit Bussimulation zu tun, ja, also in OMSI, aber zeigt, wie gesagt, einfach nur, wie umfangreich eigentlich OMSI ist. Ja. Also stirbt halt auch einfach so nicht so einfach aus. Wenn jetzt irgendwann mal noch die U9 kommt oder sowas, dann bin ich hin und weg. Ja, das ist so meine U-Bahn-Linie von Steglitz. Schön abfahren und dann gib ihm über Kurfürstendamm und so. Ja, das wäre natürlich schon was. Also freiwillige gerne vor würde ich mich sehr gerne anbieten, falls ihr irgendwelche Videomaterial braucht oder sowas, ne? Also bin ich euer Mann. Ja, der alte Weg, den ich früher mal gefahren bin, wenn es nach Mahlsdorf ging.
wir jetzt hier zurückfahren. Oh, wir lutschen die Menschen leider im Boden durch. Hier kein Zugverkehr. Also hier muss ich schon sagen, also die ist schon deutlich länger hier, die Linie, die U55. Also die U4 hat halt ihre vier Stationen, waren es fünf Stationen oder sowas? Also ist schon deutlich kürzer hier als die U55. Also gerne mehr davon, wirklich gerne mehr davon. Wie gesagt, also es gab aber eine Zeit, da wollte ich ja U-Bahn-Fahrer werden. Hätte auch beinahe funktioniert tatsächlich. Habe mich dann aber im letzten Moment dann doch nochmal umentschieden. Nicht bei der BVG, bei der Tochtergesellschaft, bei der BT. Strausberger Platz. Ja, habe mich dann aber kurzzeitig dann doch noch umentschieden. Und hab gesagt, so, nee Leute, das ist absolut nicht meins, die ganze Zeit hier in so einem Tunnel hier rumzufahren oder sowas, ja, das wäre nicht meins gewesen. Ja, und von daher war es aus, der Traum, ne? So irgendwie mal, man hätte ja innerhalb der Firma halt noch irgendwie versuchen können zu wechseln oder sowas, ne? Aber hat nicht sein sollen. Hat nicht sein sollen. Schade. Aber wie gesagt, da habe ich mir irgendwie leider doch selbst die Karten gelegt, denn, und dann hieß es so, ne? Im nächsten Leben vielleicht nochmal probieren oder sowas. Ich bin jetzt erstmal aktuell da glücklich, wo ich bin. Also die Arbeitszeiten sind wirklich super. Also da kann ich absolut echt nicht meckern. Schillingstraße. Aber ich muss sagen, finde ich großartig bis jetzt, weil wir halt doch schon deutlich mehr fahren können, als es in der U4 möglich war. Ne? Finde ich das hier eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Guck mal, das bewegt sich sogar, der Fahrstuhl da, was da ist. Sieht aus wie ein Fahrstuhl, ne? Oh, jetzt gewittert es endlich mal bei uns. Endlich! Mit 40 geht's weiter. Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U2 mit Verbindung zur Messe und zum Olympiastadion, zur U8, zur Metrotram, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Change here for U2 with service to Exhibition Grounds, Olympic Stadium and bus service to Tegel Airport. Das ist mega cool. Das erinnert, ich muss unbedingt nochmal das Add-on von TMS Studios nochmal durchnehmen. Definitiv muss ich das nochmal machen.
So. Wunderschön, jetzt haben wir es. So, das war's, ne? Das war's. Rotes Rathaus. Bitte. Museumsinsel. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. So, ich kann nochmal gucken, aber ich glaube, hier ist. Ja, hier ist zu Ende. Nee, das geht doch noch weiter. Das finde ich ja nice. Dann müssen wir leider aber nochmal hier die Weichen hier nochmal neu legen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass es bis zum Alex geht, okay. So, jetzt sind wir hier auf dem Gleis. Jetzt sind wir hier auf dem Gleis. Hier ist schon deutlich mehr an Details, sondern halt auch mit ganzen Stromschienen, mit den Pfeilern da, mit den Lichtquellen. Das sieht ja edel aus. Das finde ich richtig hübsch hier. Also wenn man sich mal so diesen Bahnhof hier anschaut, weißt du, das ist voll mit Liebe entwickelt worden. Das finde ich cool. Steht hier irgendwas Wichtiges? Wir bauen für Berlin. Neubau Rotes Rathaus. Leider keine, nur ich. Investorin. Ah, guck mal hier. Planung, ich versuche den Bahnhof originalgetreu nachzubauen. Voraussichtliche Bauzeit 2019, je nachdem wann Pilzsäulen geliefert werden. Und Info, es werden Objektbauer für die Pilzsäule gesucht. Was sind denn Pilzsäule? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Das finde ich cool. Ja. Hab ich schon fast gedacht, dass es irgendwie sowas ist halt. Cool, cool. Was ist eine Pilzsäule? Solche Projekte würde ich persönlich auch unterstützen halt. Ja, also das sind schon so Liebhaberprojekte, die ich halt wirklich dann auch von Herzen gerne unterstützen würde. Jetzt nicht nur geldtechnisch, sondern ich werde mal gucken, was Pilzsäulen sind. Und vielleicht kann ich ja mit meinem bisschen Blenderwissen da irgendwas zaubern. Mal gucken. Ja, solche Projekte unterstütze ich wirklich, wirklich gerne. So, das ist die Museumsinsel. Auch hier, ne? Schön mit dem Sternenhimmel. Auch hier schöne Säulen. Gibt es hier auch wieder so ein Schild? Weil sowas wird tatsächlich echt oft übersehen, ja? Und das war damals bei der Karte Forsthausen, die ich gebaut habe, war das auch so gewesen. Habe ich da dieses Schild da machen lassen, das war ich ja nicht mal selber, das war ja damals noch der Sebastian, der das gemacht hat. Es hat wirklich keiner von irgendeinem YouTuber dieses Schild gesehen. Warum dieses ganze Projekt praktisch entstanden ist, wer mitgeholfen hat oder sowas, ne? Das wurde einfach komplett ignoriert.
E 100, ja. Unter den Linden Übergang zur U6 und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Change here for bus service to Tegel Airport. Also hier ist deutlich, deutlich mehr Content drin als in der U4. Also solltet ihr mal euch überlegen, so U-Bahn oder sowas mal fahren zu wollen, dann die Kanzelbahn U55, absolut empfehlenswert, absolut empfehlenswert. Nicht damit gerechnet, dass hier so viel Content schon bereits drin ist. Ja, also es ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist schon fast abartig viel Content. Und das läuft einfach so gut. Es funktioniert, es läuft flüssig, ja. Ohne zu zucken, ohne zu murren oder sowas. Es funktioniert einfach. Also, mein vollsten Respekt an den Bauer. Großartige Arbeit, mach unbedingt weiter so. Brandenburger Tor, Übergang zur S-Bahn. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. Ja, und dann natürlich auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für den Tipp, den ihr mir gegeben habt, ja, dass ich mir mal die U55 mal anschauen soll. Also, das ist wirklich Gold wert. Hätte ich es gewusst, hätte ich auch mal den Fahrplan aktiviert, weißt du? Naja. Kann man es ja öfter mal probieren. Oh, wenn das nachher hier noch mit Sifa und alles sowas ist. Großartig. So ein bisschen wie bei Schönau, ne? Da funktioniert es ja auch da. Wenn du zu schnell bist und alles, was ja wieder dann da wegknallt und alles was. Ach, großartig. Großartig. Bundestag. Aber auch, guck mal hier, ja, das ist echt hübsch modelliert auch alles. Fantastisch. Fantastisch. Regionalverkehr zur S-Bahn, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Change here for bus service to Tegel Airport. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. Da ist irgendwas komisch gespawnt hier. So, aber ich glaube, das war's tatsächlich.
Endbahnhof. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the train here. Genau, das war's denn mit der U55. Muss sagen, großartig. Das haben wir auch natürlich falsch geschildert hier mit Brandenburger Tor oder sowas. Ja. Hätte man natürlich bis zum Hauptbahnhof hier durchschildern können. Ja, cool. Wundervoll. Das hat Spaß gemacht jetzt tatsächlich. Ich bin auch mega überrascht tatsächlich, wie groß das Ganze hier bereits ist. Also ihr müsst das halt selbst einfach mal testen, wenn ihr jetzt mal selbst mal Hand anlegen wollt, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Also die U55 ist deutlich besser als die U4, meiner Meinung nach, obwohl die U4 ist halt nett für einen kleinen Einstieg und so. Aber die U55 läuft irgendwie gefühlt runter, sieht im Allgemeinen deutlich besser aus und ist natürlich überwältigend riesig im Vergleich zu der U4. Also von daher muss ich sagen, also U55 hat mich jetzt tatsächlich echt überrascht. Also muss ich wirklich sagen, großartig. Einfach nur großartig. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr die ganze Strecke jetzt so und so alles toll fand, dann lasst sowieso ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was euch jetzt so gefallen hat oder was euch jetzt weniger gefallen hat. Nutzt die Kommentarfunktion, dafür ist sie da. Und ich verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!